Welche Regionen der Welt sind momentan die, wo Sie sagen, da können Sie am meisten voranschreiten? Asien, also es Europa? Asien ist ein gutes Stichwort. Asien-Pacific ist ein sehr interessanter Markt für uns, insbesondere China, wo wir in den letzten 10 Jahren über 600 Projekte ausgeführt haben. Der Mittlere Osten ist sehr stark, also die ganzen Regionen dort haben stark in die Metrosysteme investiert. Südamerika ist für uns auch ein hochinteressanter Markt und Europa ist in den letzten 2 Jahren auch ein sehr starker Treiber von unserem Geschäft. Weil die großen Strecken, vielleicht haben Sie vom Gotthard-Basistunnel gehört, da haben unsere Maschinen, die haben unsere Maschinen gebaut und der ist ja 1 Jahr früher als geplant eröffnet worden. Auch weil man mit Maschinentechnik solche Großprojekte gut umsetzen und sicher umsetzen kann.